Hallo, heute ist schon Samstag und morgen muss das Video online kommen. Und ich hatte die Woche aber ehrlich gesagt nicht so viel Zeit, irgendwas zu filmen. Ich habe euch ganz kurze Sequenzen aufgenommen, ich glaube auch nur an dem einen Tag. Und weil der Tag war, naja, bis zur Hälfte ganz schön und danach wurde er auch nicht gut. Die letzten Wochen sind bei uns echt ein bisschen anstrengend. Es sind immer irgendwelche Sachen, die einfach nicht so laufen, wie sie sollten. Und es stresst unheimlich und nimmt einen auch körperlich unheimlich mit. Aber es hat hoffentlich auch bald ein Ende, dass diese Dinge passieren. Und deswegen hatte ich einfach auch nicht so wirklich Nerv dafür, was zu filmen. Heute ist das Wetter so, naja, es ist sehr regnerisch, aber drückend. Wir haben nämlich auch 20 Grad, also es ist ein bisschen eklig. Aber naja, gut, ich dachte mir auf jeden Fall, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren, weil das hilft ja auch, um Stress abzubauen. Und Stress hatten wir wirklich die letzten Wochen mehr als genug und ich finde, so langsam reicht es auch wieder mit Stress. Ich habe keine Lust mehr, es reicht einfach. Es kann einfach mal richtig gut laufen, bitte. Ja, das wäre schon echt nice. Ja, deswegen ein bisschen Stress abbauen und spazieren gehen. Ich habe tatsächlich schon was, auf was ich mich nächste Woche freue. Denn nächste Woche treffe ich mich mit meiner Freundin und wir gehen frühstücken. Ich bin jetzt außer Atem. Furchtbar. Wir gehen frühstücken. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja. Das wird auf jeden Fall schön. Ansonsten war ich die Woche mit meinem Mann frühstücken. Das war auch sehr schön. Und danach waren wir noch ein bisschen bummeln. Habe ich eigentlich was gekauft? Ja, ich habe was gekauft. Und zwar fürs Häkeln. Das zeige ich euch aber alles später, wenn ich zu Hause bin. Gibt es jetzt gerade noch was, was ich erzählen kann? Ich glaube nicht. Falls doch, melde ich mich gleich nochmal. Wisst ihr, was das Schöne an diesem doch eher schlechteren Wetter ist? Es begegnet einen einfach niemand. Man ist ganz alleine, kann die Schönheit der Natur genießen und ich liebe es. Ich liebe Natur. Und man kann so Quatsch machen, so wie hier, die Kamera aufstellen und dran vorbeigehen. Das würde ich mich mit Menschen jetzt nicht trauen. Aber dadurch, dass keiner da war, konnte ich das machen. Und ich fand es richtig gut. Und den Moment, den habe ich einfach richtig genossen. Den mochte ich. Ja. Seht ihr, wie schön das ist? Es ist so richtig Balsam für die Seele. Einfach schön. Schönheit der Natur. Und jedes Jahr denke ich mir, irgendwann werde ich in diesem Fluss baden. Zumindest mal meine Füße rein. So, Pizza ist jetzt im Ofen und ich habe ja gesagt, ich wollte euch zu Hause noch zeigen, was ich gekauft habe. Aber wir kommen erstmal zu meinem ersten Häkelprojekt und zwar die Mütze, die ich mir ja häkeln wollte. Das sollte eine Katzenohrenmütze werden. Ich bin damit fertig. Ich bin damit lange nicht zufrieden, denn es sind Fehler passiert. Und zwar ist sie als erstes Mal schief. Sie ist einfach
schief, wie ihr sehen könnt. Sie hat so eine Auffahrrampe. Naja, ich könnte das natürlich jetzt alles nochmal auffriemeln und nochmal neu machen. Aber ganz ehrlich, nö, das bleibt jetzt so. Ich habe keine Lust, das nochmal aufzutrennen. Und vielleicht mache ich einfach nochmal eine neue. Aber das Projekt ist jetzt erstmal fertig. Und ich muss noch sehr viel üben, das auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt als nächstes schon ein, ich weiß nicht, ob es ein schwierigeres Projekt ist, vorgenommen. Übrigens, das Fenster auf mich. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Ein schwierigeres Projekt vorgenommen und ein wesentlich größeres Projekt vorgenommen. Keine Ahnung, ob das was wird. Ich hoffe. Aber okay. Und zwar habe ich mir dafür nämlich auch Wolle gekauft. Und zwar habe ich mir so ein riesen Wollknäuel gekauft. 198 Meter. Und zwar möchte ich mir so ein Bolero häkeln. Ich will mir ja was häkeln. Ein Bolero häkeln. Wenn ich ein Bild finde, blende ich euch das ein. So wie der da ist, möchte ich ihn nicht haben. Ich möchte ihn länger haben. Also von der Länge her möchte ich ihn länger haben. Aber so in der Art soll er werden. Und mit kürzeren Ärmeln. Genau. Also wir werden sehen, ob ich das schaffe. Ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Und wo ich nämlich gerade beim Wohlwort war, da habe ich auch die Wolle her, habe ich nämlich noch was entdeckt zum Basteln, was ich mir schon länger vorgenommen habe zu kaufen. Ist jetzt nicht so, dass ich sofort damit anfangen möchte, das auf gar keinen Fall, aber damit ich es schon mal da habe. Und zwar so ein Schmuckset, nenne ich es mal. Also da sind halt Haken für die Ohren drin, da sind kleine Ringe drin, diese hinten diese Stecker für Ohrringe, so kleine Clips sind da drin und kleine Ketten und also all solche Sachen. Ich kann es nicht klippen, weil da fällt alles aus diesen Dingern raus, aber ich werde es nachher noch ein Foto von machen und dann seht ihr das. Das habe ich mir auch noch mitgebracht, weil ich da tatsächlich mit Polymer Clay gerne Ohrringe und sowas basteln wollte. Das wollte ich schon vorletztes Jahr, glaube ich, machen. Und dann bin ich davon auch wieder abgekommen und naja, ihr kennt das ja. Jedenfalls habe ich mir das schon mal mitgebracht. Ja, das war das zum Basteln, die Wolle und die Dinger hier. Die Schmuck-DIY-Teile. Genau. So, dann kommen wir mal zu Büchern. Ich habe letzte Woche ja noch das hier gelesen, die Blackbird Academy, der zweite Teil, Fürchte das Licht. War sehr gut, hat mir sehr gut gefallen, hat von mir auch 4,5 Sterne auf Reado bekommen. Kann ich empfehlen. Also das ist ja der zweite Teil, da geht es auch wie im ersten Teil schon um Dämonen und Exorzisten und Leaf wird von einem Dämonen besetzt im ersten Teil und die Geschichte geht hier halt jetzt weiter. Der Dämon steckt nicht mehr in ihr, dafür jetzt was Neues. Und ich finde es ganz interessant. Also es hat Spaß gemacht zu lesen, es war flüssig zu lesen, es war humoristisch, ein bisschen Spice war auch mit dabei, aber war wirklich, im Prolog war das. Aber ansonsten kam noch mal Spice vor. Ja, schon, aber ich fand es war jetzt nicht so super pornografisch ausgearbeitet. Also das ist ja dann immer was, wo ich so denke, naja, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber okay. Also wie gesagt, das zweite Teil von Blackbird Academy hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Das habe ich ja, habe ich das letzte Woche gekauft? Habe ich das vorletzte Woche gekauft? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und zwar von Kate Kowalski, Die geflohene Geschichte. Und ich bin noch nicht so weit. Ich komme auch momentan irgendwie nicht so richtig zum Lesen. Ich bin auf Seite 84. Ich habe mitten im Kapitel aufgehört zu lesen. Das mache ich normalerweise nicht. Aber dieses Kapitel war so unendlich lange gewesen. Es sind jetzt noch 30 Seiten bis zum nächsten Kapitel. Und ich habe es den Abend einfach nicht mehr geschafft. Ich war so müde, dass ich mittendrin
Ups, habe ich mich erschrocken, weil es die Tür zugegangen. Ich war so müde, dass ich das nicht mehr geschafft habe und ja. Aber die Geschichte an sich ist sehr nett, denn tatsächlich ist es so, dass von Autorinnen und Autoren, die in dieser einen Stadt hier wohnen, ach Gott, wie hieß denn die Stadt jetzt? Die hatte so einen komischen Namen. Vergessen, wie die heißt. Capitolo heißt die Stadt. Und unsere Hauptprotagonistin, die Kate Kowalski, die lebt dort. Die ist damals mit ihren Eltern dorthin gezogen und sie ist Autorin geworden. Und nun ist es aber so, dass in dieser Stadt es passieren kann, dass deine Figuren deiner Romane in die richtige Welt übertreten können. Und sehr oft passiert es wohl dann, dass diese Figuren Verbrechen verüben. Und eigentlich hat sie gedacht, sie wäre davor total gefeilt und es würde ihr nicht passieren. Und jetzt wurde sie, naja, festgenommen nicht, aber sie musste bei der Polizei vorstellig werden, weil man ihren linksrummen, also ihren verkehrt rummen Daumenabdruck gefunden hat an einem Tatort. Und der verkehrt rumme Daumenabdruck lässt immer darauf schließen, dass eine Figur aus deinem Roman in die Wirklichkeit übergetreten ist und ein Verbrechen dann jetzt verübt hat, da es an einem Tatort gefunden wurde. Und ich finde es bisher sehr spannend und bin gespannt, wie das auch weitergeht und wie es dann letzten Endes endet. Aber wie gesagt, ich bin halt noch nicht so weit. Ich müsste wirklich mal weiterlesen, aber ich komme irgendwie nicht dazu. Genau. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Macht Spaß zu lesen. Genau, so viel zu meinen Büchern. Ja, bei uns gibt es jetzt, wie gesagt, gleich Pizza. Wenn ich dran denke, nehme ich dich gleich noch mit auf den Balkon und zeige dir mal meine Tomatenpflanze. Da ist leider auch was abgebrochen oben. Das war den einen Tag einfach viel zu stürmisch. Da hat es dann wirklich leider meine Tomate zerrissen. Da war leider auch eine Stiege dran, die auch schon Früchte getragen hat. Aber du kannst dir nichts machen, ne? Wenn es so windig ist. Ich kann die halt auch nicht jedes Mal mit reinschleppen, die Pflanze. Also die ist halt auch einfach sehr, sehr groß. Ich glaube, die ist fast so groß wie ich mittlerweile. Also fast 1,60. Und ja, naja, jedenfalls zeige ich euch gleich noch meine Tomate. Es sind mittlerweile ein paar mehr Tomaten, allerdings sind sie immer noch nicht gelb. Sie sind immer noch grün. Also es werden gelbe Tomaten, keine roten. Aber gut, ja, ich würde sagen, wir gehen mal kurz auf den Balkon und ich zeige dir meine Tomate. So, look at these. Die sind schon sehr groß mittlerweile. Hier sind auch noch welche. Und ja, sie wachsen und gedeihen. Aber naja, es müsste halt, ich müsste es eigentlich mal so ein bisschen begradigen. Aber sie sehen sehr gut aus. So, hier sehen Sie jetzt meine erste Luftmaschenkette für das neue Häkelprojekt. Aber es gab erstmal Essen. Ich war so hungrig, ich war froh, dass es endlich was zu essen gab. Und das Pizzastückchen hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Dann habe ich mir später noch einen Kaffee gemacht, so quasi als Nachtisch. Und dazu hatte ich einen ganz, ganz leckeren Eismoritzen, den ich noch in der Tiefkühltruhe hatte. Und hier sehen Sie jetzt in die allererste offizielle Reihe meines Boleros. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. So, da bin ich nochmal. Ja, wir haben jetzt gegessen. Ich habe euch ja gerade eben nochmal gezeigt. Ich habe jetzt die erste Reihe gehäkelt in diesem Muster, wie ich es gerne hätte. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Fehler gemacht, aber bisher sieht man es nicht so doll, finde ich. Und ich hoffe, das sieht man am Ende dann auch nicht so doll. Wir drücken mal ein bisschen die Daumen. Ja, genau. Was ich gesehen habe, als ich am, wann waren wir frühstücken?
am Donnerstag, glaube ich, waren wir ja frühstücken. Und danach waren wir noch kurz bummeln gewesen. Und es gab dann schon jetzt überall auch, ich habe es nur bei TK Maxx aber gefilmt, jetzt schon überall, wie heißt es denn? Herbstdeko. Und so Pumpkin Spice Getränke habe ich euch ja auch gefilmt. Geht schon los. Wir haben noch nicht mal August und die ganze Herbstdeko geht schon los. Auf der einen Seite finde ich, fühlt es sich an wie Herbst, dadurch, dass es halt häufig regnet. Es soll jetzt aber nur noch heute, glaube ich, regnen und ich glaube morgen. Und dann soll es erstmal wieder viele Tage unheimlich warm werden und dann halt auch unheimlich drückend leider. Aber kannst ja nichts machen, ne? Wenn halt ständig regnet und es dann warm wird, dann ist halt drückend, aber es ist halt einfach ekelig, ne? Man schwitzt halt ohne irgendwas zu tun. Aber gut, so ist es halt, ne? Ja. Naja, jedenfalls gab es jetzt schon überall Herbstdeko. Ich habe kurz überlegt, ob ich schon welche kaufe, aber eigentlich wäre es noch ein bisschen früh. Und vielleicht finde ich ja auch was Schönes, wenn wir im Urlaub noch sind. Wir fahren ja nach Dresden dieses Jahr. Habe ich eigentlich erzählt, dass wir nach Dresden fahren? Dieses Jahr in den Urlaub? Naja, jedenfalls fahren wir dieses Jahr nach Dresden in den Urlaub. Nochmal nach Dresden. Wir waren ja im Dezember da. Jetzt fahren wir nochmal, wenn es schöner ist, hoffentlich dahin. Dann werden wir das Ganze in Grün sehen und mit ganzen Springbrunnen und so. Da nehme ich euch natürlich auch ein bisschen mit. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn es so schön grün ist und die Springbrunnen an sind und so. Wir haben halt noch so viel, was auf unserer Liste steht, was wir da gerne angucken wollen würden. Deswegen fahren wir da jetzt nochmal hin. Aber nächstes Jahr wollen wir dann wieder ans Meer fahren. Das finde ich auch wichtig, dass wir wieder ins Meer fahren. Ich vermisse das schon ganz schön doll. Wenn ich jetzt überall woanders sehe, die Leute sind ja gerade alle im Urlaub und alle sind so am Meer und ich vermisse das auch. Ich möchte auch gerne ans Meer fahren. Naja, nächstes Jahr dann. Genau. Ja, das war jetzt erstmal so alles für diesen Tag, würde ich sagen. Ich bin auch schon dabei, das Video zu schneiden so langsam. Denn ich muss das ja später noch hochladen oder zumindest morgen früh muss ich es noch schnell hochladen, damit es auch pünktlich online kommt. Und ja, ich hoffe, dir hat dieser Eintagesausflug mit mir trotzdem gefallen. Es ist, wie gesagt, momentan echt ein bisschen viel bei uns. Es könnte sich ruhig mal ein bisschen beruhigen und es könnte ruhig mal ein bisschen weniger stressig sein. Und wie gesagt, ich hoffe, das wird es jetzt auch. Also toi, toi, toi. Es reicht. Ich habe keine Lust mehr, keine Kraft mehr. Es ist einfach zu viel. Ja, also wie gesagt, es reicht so langsam. Wir wollen das alles nicht mehr. Es ist einfach nur noch anstrengend. Genau. Naja, gut. Es wird auch irgendwann wieder besser werden. Ich hoffe, nächste Woche. Reicht nämlich jetzt, wie gesagt. Aber wie gesagt, nächste Woche habe ich schon ein Date mit meiner Freundin. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und vielleicht habe ich da die Chance, mal schnell den Teller zu filmen. Ich werde sehen. Zumindest ein Foto werde ich machen. Und ja, ich würde dann mich jetzt von dir verabschieden. Lass es dir ganz dolle gut gehen. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Food Haul. Den werde ich auf jeden Fall machen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Hab einen schönen Sonntag. Lass es dir gut gehen. Und bis ganz bald. Tschüss.